Es ist der Tag, an dem die Schweizer Nationalmannschaft ihren letzten Auftritt an der Euro 08 hat. Es ist Sonntag, der 15. Juni 2008. Und nicht nur über das Schutto gibt es genug zu berichten, sondern auch über diese Geschichte hier. Neues Gesicht. Die Gemeinden Steg und Tuttau haben über einen neuen Namen abgestimmt. Alte Freunde. Zuerst mal findet die zweite Heimattagung statt und bewährte Traditionen. Der Skiclub Zermatt feiert sein 100-jährige Bestehen. Schön, schauen Sie dazu. Die fusionierten Gemeinden Steg und Tuttau heissen für die Steg-Hotel. Die Stimmvolge der beiden Gemeinden hat sich über das Wochenende für diese Variante ausgesprochen. Die Stimmbürger haben damit den Vorschlag des Gemeinderat von Hotel angenommen. Steg-Hotel heisst die neue Gemeinde offiziell ab dem 01.01.2009. Das erste Mal war am Wochenende die zweite Heimattagung. Dabei hat die Gemeinde 1500 Einladungen an Erstmatter geschickt, die auswärts leben. Zmitsch im Dörfli hat man mit ihnen das Zusammentreffen mit einem Fest und viel Musik gefeiert. Das Raro war am Wochenende das 71. Bezirksmusikfest westlich Raro. Nach einem Unterhaltungsabend am Samstag hat man am Sonntag das Fest mit einem Umzug durch die Bezirkshauptstadt gefeiert. Insgesamt sind 11 Musikgesellschaften, darunter der Gastgeber MG Raronia, unserem ganzen Bezirk mit dabei gewesen. Und auch in Münster hat man über das Wochenende musiziert. Hier ist das Verbandsmusikfest von der Bezirka Goms und östlich Raro über die Bühne gegangen. Nach dem traditionellen Einmarsch war auf dem Dorfplatz das Gesamtspiel der Musiker. Der Skiclub Zermatt hat am Samstag sein 100-jährige Jubiläum gefeiert. Höhepunkt ist dabei das Jubiläumsrennen auf dem Furgsattel mit ehemaligen und aktiven Prominenten aus der Schweizer Skiszene, unter anderem der Franzi Üftoblatto, dem Birmin Zurbriggen oder dem Max Julen. Am Abend war der Festumzug durch Zermatt. Die ganzen Festumzüge im Oberwallis haben am Wochenende zum Teil bei Regen stattgefunden. Abschiedswetter, der doch noch erzählt, die besseren zum Wochenstart. Das sehen wir jetzt im Walliser Wetter. Das Wetter am Sonntag hat uns nicht wirklich mega motivieren, bewölkt ist es und es hat immer mal wieder eine Schutzregel gegeben. Das hier ist die Wetterkamera von Thermo Richtung Rhonetal. Zum Wochenstart gibt es weiterhin mehr schlecht war rechts Wetter, viel Wolken und Regen mit Temperaturen um die 16 Grad im Oletschgebiet, 12 Grad auf der Simplo-Südseite, 9 Grad zu Grach und 18 Grad zu Fisp und zu Brigg. Die Prognosen versprechen erst ab dem Dienstag wieder besseres Wetter mit Sonne und ab dem Mittwoch soll es dann endlich einmal wieder ein bisschen wärmer kommen. Seid ihr im Fernsehen gekommen? Vielleicht sogar in den Walliser Nachrichten? Und wollt ihr das unbedingt noch mal anschauen, dann klickt K3 auf www.teleoberwallis.ch. Da gibt es diese Nachrichten 24 Stunden lang. Merci vielmals für's Zuschauen. Ade miteinander.